Er ist mit Abstand der krasseste Trainingsbooster, den ich jemals genommen habe. So, meine lieben Sportsfreunde, ich bin Simon und ich zeige euch in diesem Video einen Trainingsbooster, der euch mies zerstören wird. Vergesst mal alle Booster, die ihr bisher getrunken habt, ob der Kickdown, der Plasma Pump, der Conker, Psycho oder wie sie alle heißen. Diesen Booster, die Zutaten für diesen Booster bekommt ihr in jedem Supermarkt und das wird euch schon ganz schön abknallen. Ja, die Zutaten dafür, die hat eigentlich so gut wie jeder im Haus. Also ihr braucht ein bisschen Orangensaft. Ich habe mir da mal den guten gegönnt. Ansonsten könnt ihr auch wirklich das Billigste vom Billigen nehmen. Hier von den Gurken, von diesen sauren Gurken, habe ich dann auch die Billig-Variante genommen. Da brauchen wir allerdings nur den Saft. Und von den Gummibärchen, da solltet ihr nur die roten rauspicken. Also da müssen wir nachher mal gucken, dass wir hier wirklich nur die roten davon erwischen. Und dann etwas Heubrause, das kennt ihr vielleicht auch noch. Das ist ja soweit ganz lecker. Und da müsst ihr selber entscheiden, wie es sein soll. Also ich nehme immer ein bisschen Kaffee. Wem das dann nicht so richtig schmeckt oder so mit Kaffee, der nimmt halt einfach irgendwie so ein Energy Drink. Da könnt ihr auch irgendwas Billiges nehmen oder irgendwas Teures. Das ist dann auch wieder egal. Der erste Kraftakt, wie man dieses Ding öffnet, den habe ich schon mal überstanden. Jetzt bloß nicht den kostbaren Saft hier verplempern. Ja, das ist nämlich die Basis des Ganzen. Also diese sauren Gurken solltet ihr jetzt auch dann in der nächsten Zeit verbrauchen. Denn wir brauchen hier von eigentlich nur diesen Saft. In diesem Saft ist alles das an Nährstoffen drin, was die saure Gurke liefert, nämlich die Gurkoide, die natürlich für den Muskelaufbau dann auch wieder eine Funktion haben. Damit wir die richtig freisetzen, brauchen wir jetzt das natürliche Vitamin C aus der Orange. Ihr könnt natürlich auch eine frische Orange pressen. Ich habe mir jetzt einfach mal diesen Saft hier gegönnt. Und davon müssen wir jetzt ein kleines bisschen nur dazugeben. Da reicht schon eine minimale Menge, damit sich die Gurkoide durch das Vitamin C lösen und für den Körper erst bioverfügbar werden. So wie ich es bereits gesagt habe, wir brauchen jetzt hier nur die roten Bärchen. Also gut aufpassen, dass ihr nicht noch die Orangen erwischt. Das wäre gar nicht gut, dann ist die Wirkung schon mal fast weg. Deswegen dürfen auch nur die roten sein. Und die gebt ihr jetzt hier rein. Die müssen hier auch nur ein paar Minuten drin sein. Der Hintergrund des Ganzen ist, dass aus den roten Gummibärchen der Körper besser rote Blutkörperchen bilden kann. Und die sind natürlich beim Training ganz besonders wichtig für die Sauerstoffversorgung. Alles klar. Wir brauchen jetzt natürlich noch ein bisschen Säure. Der Orangensaft an und für sich bringt leider nicht genug Säure mit sich. Deshalb empfehle ich euch die Ahoi-Brause. Da könnt ihr euch natürlich für den Geschmack eurer Wahl entscheiden. Nehmen wir hier mal Waldmeister. Jetzt kommt bestimmt die Frage, warum die Säure? Und zwar, ihr dürft nicht vergessen, das Säure-Base-Verhältnis im Körper, das darf nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Deshalb hier noch die Säure durch die Ahoi-Brause. Das Ganze riecht gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt auch schon richtig Lust auf Training. Mal kurz umrühren. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Koffein. Ich habe hier einen sehr stark gekochten Kaffee. Das ist fast schon ein Mokka. Davon gebe ich auch noch ein bisschen was dazu rein. Je nachdem, wie empfindlich ihr auf Koffein reagiert, reicht mir das eigentlich auch schon aus. Und ansonsten gönnt ihr euch einen Energy Drink, kippt davon noch was dazu. Koffein wirkt ja belebend. Und jetzt ist das Ganze auch schon fertig. Es gibt Sachen, die schmecken gut und Sachen, die schmecken nicht so gut. Das hier ist so normal. Also ich meine, die Booster, die wir im Muskelmacher schon verkaufen, die schmecken jetzt auch nicht so prickelnd. Kann man auf jeden Fall trinken. Am besten dann auch auf Ex, ne? Damit die Gummibärchen auch direkt runterflutschen, nämlich im Ganzen. So, jetzt noch 5 Minuten warten und dann geht's ab ins Training. So, ich muss jetzt unbedingt ins Training. Ich merke schon, der knallt richtig rein. Ich bin schon voll drauf. Ich muss jetzt unbedingt trainieren und mega krasser Pump und mega krasser Fokus. Ich muss jetzt einfach loslegen. Alter,
ist einfach der krasseste Booster, den man sich reinhauen kann. Ich bin wirklich so am Auslaufen. Ich bin am Ende. Aber ich will noch weitermachen. Ich kann einfach nicht aufhören. Kann ich euch nur empfehlen. Probiert es aus. Macht es nach. Kommentiert. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Viele Grüße. Euer Simon.